чекай. Der Konflikt, der dort stattfindet und seitdem er begonnen hat, hat natürlich in vielen Teilen Europas erhebliche Sorgen ausgelöst, keine Frage, und entsprechende Reaktionen. Ich glaube, dass wir deshalb ein großes Interesse, und ich jedenfalls habe den Eindruck auch, dass die russische Seite ein Interesse daran hat, diesen Konflikt auf dem Weg über die Erfüllung der Minsker Verabredungen zu beseitigen. Наши западные коллеги говорят, что не будут они снимать санкции свои. Мы и не просим этого. Пока Россия не выполнит Минские договоренности. Выполнять-то должны прежде всего стороны, которые противостоят друг другу. Это Донбасс и украинское правительство. Мы реагируем на то, как нас, по сути дела, окружают натовскими вооружениями, натовскими подразделениями. Прямо на наших границах появляются подразделения сухопутных войск стран НАТО, включая, кстати, включая Германию. Bei allem Respekt vor diesen Sorgen, die Verletzung von Grenzen in der Mitte Europas etwas ist, was wir nicht akzeptieren können. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommen wir aus dieser Krise wieder heraus? Und das wird nicht anders gehen, als dass wir dafür sorgen, dass das Minsker Agreement in seiner Substanz weiterverfolgt und umgesetzt wird. Мир уже становится объективно, становится постзападным. Никакого модерна не получилось и не получится. И нужно привыкать к тому, что мир будет многополярным и что нужно прежде всего ведущим игрокам свою коллективную ответственность за мир и стабильность осознавать и реализовывать на практике. Ich zucke ein bisschen bei der postwestlichen Welt. Für mich ist westlich keine geografische Markierung, sondern eine politische. Und jedenfalls, was mich angeht, werde ich alles dafür tun, dass die Idee des Westens an universellen Werten von Menschenrechten, von Freiheit und Demokratie nicht postum wird.